So, willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel von Apo E-Commerce. Swally, Freunde, das Büro ist leer geräumt. Es ist nämlich Samstagabend und ich drehe jetzt einen kleinen Vlog, was die nächsten Stunden bei mir los ist. Eventuell bis morgen Mittag, bevor das Video online geht. Ich nehme euch ein bisschen mit, was ich jetzt mache. Ich habe noch ein wichtiges Meeting. Da nehme ich euch mit, zeige, was ich da mache. Rede ein bisschen über Pinterest Ads. Erzähl ein bisschen noch darüber, also ich ziehe einen Vergleich zu Facebook Ads und am Ende des Videos zeige ich euch meine Pinterest Ads, die ich erst vor kurzem geschaltet habe. Richtiger Hollywood-Movie heute, darum würde ich sagen, viel Spaß und lass uns das Video des Tages beginnen. Angekommen. Hier habe ich erstmal eine Bleibe für die Nacht. Schaut ein bisschen aus wie Amerika. So. Ich habe meiner Community gesagt, ich habe ein Meeting. Freunde, und hier sind wir wieder zurück im Büro und es wird Zeit für die Pinterest Ads. Ich will noch eine ganz wichtige Sache ansprechen, bevor ich gleich meine Pinterest Ads zeige und dir zeige, wie du Pinterest Ads schalten kannst. Nummer 1, die wichtigste Regel hierbei, und das merkt dir das auf jeden Fall. Wenn du noch nicht weißt, ich rede jetzt von meiner Perspektive und wie ich es dir empfehlen würde für Anfänger und auch Fortgeschrittenere. Wenn du noch nicht weißt, wie du Facebook Ads schalten kannst, wenn du noch nicht mit Facebook Gewinne machen kannst, wenn du noch nicht mit der ganzen Technik von Facebook gewinnst, also Profite machst, dann kümmere dich gar nicht um die Pinterest Ads. Facebook Ads sind viel besser. Facebook Ads kannst du viel, viel mehr einstellen und Mark Zuckerberg hat das perfektioniert, was man alles targeten kann. Und das Wichtigste hierbei ist, nicht nur, dass ich eine persönliche Präferenz zu Facebook habe und deren Ads, wie gut das alles eingestellt ist für Unternehmer, sondern die zweite Sache ist, die du auch merken musst, schau mal das. Du musst dich für dein Unternehmen auf eine einzige Sache konzentrieren. Switch nicht dein Fokus auf verschiedene Ads hin und her und das und dies, sondern konzentriere dich wirklich nur auf eine Ad-Form. Und die beste Ad-Form für den Anfang ist Facebook Ads. Auch Instagram ein wenig mit rein. Aber auch hauptsächlich der Fokus auf Facebook. Und Instagram wirklich nur, weil das alles auch über Facebook läuft, über business.facebook.com, über den Werbeanzeigenmanager. Wenn du das perfektioniert hast, wenn du Facebook-Ads perfektioniert hast, wenn du genau weißt, wie du Facebook-Ads schaltest, dann kannst du jetzt hergehen und sagen, okay, ich möchte nochmal kurze Versuche mit anderen Ad-Sorten, Ad-Arten machen. Das heißt, kurzes Fazit nochmal an dieser Stelle, kurze Notiz, die du auf jeden Fall merken solltest. Perfektionierst eine Ad-Form. Wenn du 3, 4 verschiedene Ads versuchst zu meistern, wirst du am Ende gar keins meistern. Wirst du am Ende mit gar keins davon Profit machen. Aber wenn du eine einzige Ad-Form meisterst, okay, sei es jetzt Facebook, und Facebook ist hier an Nummer 1 Stelle, dann meisterst du das, investierst deine Zeit, machst da die Umsätze und zusätzlich dazu, wenn das alles steht, wenn das alles perfekt ist, kannst du noch andere Ads dort mit reinnehmen. Denn der Mann, der mehrere Wege geht, geht am Ende keinen Weg. Wenn du versuchst, mehr Sachen auf einmal zu lernen, wirst du am Ende gar keine Sache davon lernen. Darum halte den Fokus. Nichtsdestotrotz möchte ich dir meine Ads erstmal kurz zeigen. Und ich habe das Ganze so aufgebaut. Ich habe einen Shop, der ist profitabel, der macht Gewinne, Facebook Ads, alles läuft super, perfekt. Und zusätzlich dazu habe ich Pinterest Ads hier geschaltet, wie man an diesem Display sieht. Und was mir hier auffällt ist, ich habe 2 verschiedene Ads geschaltet, nicht viel, 2 verschiedene, kurzer Test nebenbei, um hier nochmal die Gewinne anzukurbeln, um eine weitere Skalierungsmöglichkeit hier drin zu haben, nämlich über Pinterest. Und ich habe das gemacht, das hat vielleicht 20 Minuten alles gedauert, denn ich habe sehr, sehr ähnliche von Facebook die Ads genommen und hier einfach übertragen. Sei es vom Text, sei es von den Links, sei es vom Produkten sowieso, vom Shop sowieso. Das ist eine andere Skalierungsmöglichkeit, skalieren nach Plattform. Okay, und somit habe ich hier Impressionen fast 40.000 bei beiden, ein CPM von 2,50 Euro ungefähr, was schon sehr, sehr billig ist. Bei Facebook zahlt man da auf jeden Fall mehr. Und Klicks habe ich 600 bzw. 231 nur durch diese Ad, ein CTR von 1,56
und bei einem anderen ein 0,57. Man beachte, die andere Ad war auf, also beide Ads waren auf Facebook sehr, sehr profitabel. Ad Nummer 1, wo ich auch den höheren CTR habe, war auch noch profitabler auf Facebook. Und war klar, dass das hier auch wieder, denn der Markt ist der gleiche, war klar, dass das hier auch wieder sehr, sehr gut abschneidet. Im Grunde genommen kam dabei sehr, sehr viel Profit raus. Und ich weiß nicht genau, wie viel. Ich habe mir das irgendwo mal aufgeschrieben gehabt. Wäre vielleicht gut, hätte ich mir das davor im Video mit reingenommen. Ich habe, glaube ich, 200 € bezahlt, 840 Klicks. Und wenn man das runterrechnet mit einer Conversion, einer einfachen Conversion von 3 bis 5% und einer Gewinnmarge von 20, 30 €, dann macht das auf jeden Fall sehr, sehr viel. Man beachte, das waren Ads, die ich zusätzlich zum Skalieren benutzt habe. Das heißt, ich habe schon skaliert und ich habe auf Facebook skaliert. Ich habe alles maximal ausgeschöpft und zusätzlich dazu habe ich dann nochmal auf Pinterest Ads geschaltet, auf Instagram Ads geschaltet und das war's. YouTube wollte ich noch machen, bin ich nicht dazu gekommen. YouTube Retargeting Ads. Okay, das wäre geklärt. Jetzt gehen wir an die Sache, wie man Ads auf Pinterest denn schaltet. Und wenn du bereits auf Facebook Erfahrung hast, dann weißt du, dass das sehr ähnlich dazu auch ist. Zuallererst mal haben wir die ganzen Kampagnenziele. Conversion müssen wir sozusagen ein Pixel erstellen. Darum können wir das jetzt nicht auswählen. Darum klicken wir mal auf Traffic, geben das Ganze ein Tagesbudget von 10 € und klicken schon auf Fortfahren. Wenn wir das haben, können wir entweder hier eine neue Interessen, eine neue Zielgruppe erstellen oder hier von Interessen oder hier Interessen auswählen. Was wir merken ist, dass wir im Vergleich zu Facebook weniger Möglichkeiten haben, weniger Auswahl, um zielgenaue Interessensgruppen zu kreieren und um darauf Werbung zu schalten. Wenn wir hier die Interessensgruppe oder die Zielgruppe haben, können wir beispielsweise Besucher, die eine Webseite aufgerufen haben, alles über den Tag und so weiter mit reinnehmen. Von dir hochgeladene Kundenlisten, von deinen letzten Besuchern, die du hier einfach hochladen kannst. Eine Act-alike-Zielgruppe, die ein ähnliches Verhalten wie eine vorhandene Zielgruppe zeigt. Von Facebook, Lookalike. Sehr ausführlich. Pinterest. An dieser Stelle nochmal, wow. Glückwunsch. Sehr, sehr ausführlich, sehr, sehr einfallsreich. Und eine Interessenszielgruppe, die mit Pins deiner verifizierten Domain interagiert. Hat. Das sind so die Custom Audiences, Lookalike Audiences und all der ganze Spaß. Die restlichen Targeting-Funktionen können wir hieraus auswählen. Und jetzt machen wir es einmal, bleibt mal ganz leicht hier. Bevor wir noch die Keywords, wir geben mal den klassischen Hund ein und zack, sind wir mit dabei. Und nochmal. Und hier haben wir schon eine Größe hier von 580.000. Weitere Keywords, die mit deiner Zielgruppe übereinstimmen, die können wir von Facebook mit reinnehmen von Facebook und sehr, sehr viel oder uns inspirieren lassen und dann hier mit reinnehmen. Nehmen wir hier noch Hunde mit rein. Genau, das füllen wir dann aus. Die Geschlechter, Zielgruppe, bestimmte Standorte auswählen. Machen wir nochmal den Klassiker, noch Österreich mit dabei. Ist Deutschland mit dabei oder nicht? Deutschland. So, Zielgruppe. Nimm mal alle mit dazu. Warum? Weil hier habt ihr schon mal geschaut, wie 50-Jährige ihre Handys benutzen. Die scrollen da langsam durch. Das gibt es gar nicht mehr. Das sind mal richtige Ads-Kunden. Okay, so Sprachen. Lass mal so, lass mal so, lass mal so. Hier können wir natürlich noch die Platzierung der Anzeigengruppe überarbeiten. Und ja, können wir einfach ganz einfach alle machen. Hier noch eine einfache Tracking-URL. Ich werde mal meine eigene hier hinzufügen. Eigenes Typ Klicks, einwandfrei, Budget 10 €. Das CPC-Gebot 24, ja, passt eigentlich. Ja, aber das ist schon sehr, sehr niedrig, um ehrlich zu sein, für die ersten Ads. Okay, hier können wir von den ausgewählten Pins aus, von den ganzen Pins, die wir kreiert haben, einfach hier Pin erstellen, auswählen und dann schauen. Und dann sind wir schon bereit für eine Anzeige. Ich glaube, ich habe gar keine Pins hier kreiert. Füge einen Titel hinzu. Lass doch mal ein Pin Video drehen. Swally. Okay, ich drehe gerade ein Video für YouTube. YouTube.com Apo Swally. Und ein Bild wäre nicht schlecht. So, veröffentlichen. Let's go.
Okay, Freunde, und das war's. So einfach erstellen wir eine Werbeanzeige für Pinterest. Nochmal kurz an dieser Stelle: Wenn du dich mit Facebook-Ads auskennst, dann fällt dir sowas ziemlich, ziemlich leicht. Der Vorteil ist bei Facebook auch gegenüber zu Google, gegenüber zu Pinterest, gegenüber zu allen Plattformen sehe, ist einfach die sehr, sehr spezifische Form zu targeten. Und wir als Online-Marketer wollen das haben, dass wir sehr, sehr genau targeten können, eine sehr, sehr große Zielgruppe haben und uns die potenziellen Käufer vom ganzen Pool auswählen können. Aber man kann natürlich beim Skalieren hier die Pinterest-Ads mit reinnehmen. Okay, Freunde, das war's mit dem Video des Tages. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat und du weiter solche Projekte von mir sehen willst, gib natürlich ein Like ab, schreib in die Kommentare, was du sehen willst. Und die E-Commerce-Expertin aus meinem Team und ich haben uns entschieden, kleine kostenlose Strategieberatungen für dich anzubieten. Das heißt, ein Dank, dass du bis hierhin angeschaut hast. Unten in der Beschreibung kannst du dich auf eine kostenlose Beratungssession eintragen, kurz bewerben und wir schauen, wie wir dein Business oder wir schauen, wie wir bei deiner Situation helfen können und schauen von oben auf das ganze Bild und deine Situation. Also, Dankeschön, dass du bis hierhin angeschaut hast. In die Beschreibung reinschauen. Und ich verabschiede mich, bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Apple E-Commerce Squad.